Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Und genau in dem Moment fallen wir wieder unter 6 Millionen. Ist gerade nicht so relevant. Wir verteilen ganz kurz mal hier ein paar Items. Ich habe es leider nicht geschafft, den Rest einzukaufen. Werden wir aber alles dementsprechend noch nachholen. Wir können uns erstmal um die Routen kümmern, generelle Planung. Und den Spaß kann man ja immer noch nachträglich machen. So. Dann können wir einmal ganz kurz hier inzwischen nochmal kurz gegenchecken, ob wir hier was upgraden können. Aber ich glaube, die Insel ist soweit fertig mit knapp 730.000 Einwohnern. Hier haben wir wieder eine Menge Rohstoffe und können hier alle einmal aufwerten. Dann als nächstes einmal die zweite Stufe. Wir brauchen jetzt hier Kaugummis. Das ist relativ schnell erledigt. Von 201 in der neuen Welt in die alte Welt. Ihr kennt den Spaß. Kaugummis. Damit es hier zumindest einmal durchläuft. Dann brauchen wir Kekse. Dann mache ich mal drei Schiffchen drauf. Von hier nach da. Kekse. Ja, ein paar sind ja noch da. Dann kann das dementsprechend auch schon mal volllaufen. Dann müssen wir wieder auf die Rohstoffe warten. So. Also. Wir müssen planen. Wir müssen dementsprechend hier Einwohner reinbringen. Wir müssen noch die Bücher rüberholen, die wir können. Wie ist hier der Status? 10.000, bisschen Kautschuk kommt immer wieder rein. Ja. Wir müssen hoffen, dass es hält. Anders geht's gerade nicht. So, wir brauchen den noch. Mal schon mal rüberbringen. Das bringt nämlich Zufriedenheit minus 4. Dass man das gleich mit einplant. So, das haben wir upgegradet. Das haben wir upgegradet. Dann würde ich mal diese Sachen hier kopieren und so ein wenig hier verteilen wollen. Und hier können wir es auch noch einmal reinmachen. So, dann brauchen wir natürlich noch die Krankenhäuser, Polizei und eine Feuerwehr. Dun, 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 dun. So. Ja, die bringen wir lieber ein paar Mal öfters rein. Hier wäre es, glaube ich, besser. Dann können wir die nämlich schon mal ausbauen. Und dann können wir, glaube ich, schon Einwohner reinbringen, ne? Bum, 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 bum. Dadurch, dass wir jetzt keine Sachen da drin haben. Also sowas wie ihr. Was für ein Opus Magnum. Ihr wisst schon, wenn wir reingeklippt haben, sollte das ziemlich einfach funktionieren. Tada. Und auch relativ schnell erledigt sein. Schön, dass ich jetzt hier überall zwischen die Post mit drin habe. Die machen wir später. Schiffchen, du störst ein wenig.
Immer mal einen Weg dazwischen durch. Ja, das ist ein bisschen nah dran. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh no, ein Feuer. Mal so. Das geht doch mal schön schnell. Ich hoffe, das funktioniert auch, dass wir hier noch relativ gut Post rausbekommen. Vielleicht für zwei Inseln. Zack. Ja, ein bisschen Platz lasse ich zwischen, dann kann man hier vielleicht noch mal gut die Post dazwischen durchbekommen. Die noch im Einzugsgebiet sind. Oh, das sehen wir dann. Das ist doch scheiße, wenn die schon wieder alle abgebrannt sind. Wo brennt es denn schon wieder? Oh. So, können wir hier noch was upgraden? Genau, hier kommen die Kekse wieder. Ihr habt immer noch keine Kekse. Brauchen die so lange, um rüberzukommen? Schade eigentlich. So, was wir nochmal machen können, ist hier den letzten Items, die wir noch haben, verteilen. Das war's auch schon. Ging schnell.
So, die Ecke haben wir. Da ist es wieder, Opus Magnum. Das ist schon alles zusammengebrochen, mein Interface. Ich starte mal schnell neu, bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Interface ist wieder da. Alles läuft. Tja, ich habe bis heute immer noch keine Idee, wie man das beheben kann. Ich starte halt jedes Mal das Spiel neu. Aber naja, es ist, wie es ist. Kann ich nichts dran ändern. Und wir machen weiter wie gehabt. Ne? Denn es muss weitergehen. Wir brauchen mehr Einwohner. So, das haben wir. Das passt wie die Faust aufs Auge, sagt man ja so schön. Zack. Das miteinander verknüpfen. Mal darum, einmal darum, einmal darum. Das ist ja komisch zusammengebaut hier. Jo, du nervst mich jetzt aber wirklich. Komm weg hier. Wir sind hier am Basteln und du stehst einfach im Weg rum. Jedes Mal. Das kann nicht wahr sein. So, wie gehen wir hier am schlauesten vor? Machen wir. Nehmen wir mal lieber von hier oben. So, dann können wir auch die Bauxitmine gleich unten anschließen. Das geht rüber. Dann hoch. Ist dieses Fleckchen Erde auch erledigt.
So, was machen wir hier? Schließen. Wow, das war falsch. Schließen wir das hier einfach mal ab. Nein. So. So, sieht doch schon besser aus. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Nur weil ich wieder etwas erforscht habe. So, letzten Einwohner. Einfach eine reine Postinsel. Gut, mit der Post fangen wir auch direkt an. Beziehungsweise machen direkt weiter mit der Post. Vielleicht noch eine Straße, ne? Das wäre doch was. Hier fehlt auch noch eine Straße. Was einem so im Nachgang alles noch ausfällt. Wie diese hier. So, und hier wird's schwierig, beziehungsweise bekommen wir nichts mehr rein. Aber ich will auch nur mal sicher gehen und eine Menge Post haben. Gut, die Post hätten wir. Dann ziehen wir die hier einmal raus. Und machen dafür Marktplätze rein. Eigentlich sieht die Abdeckung doch relativ gut aus. Komm, graden wir einfach direkt ab. Matthias kriegt ja Ponchos, kriegt ja auch. Das heißt, die sollten wir relativ schnell upgraden können. Haben wir hier noch einen verringerten Verbrauch von Lebensmitteln? Schauen uns derweil
Ihr seid auf 1, ja. Wo brennt es denn schon wieder? Keine Ahnung. Quarzsand. Das ist so ärgerlich. Das darf auch nicht einbrechen. So, jetzt verkaufen wir zumindest keine Hochräder mehr. Also wir werden unabhängig davon. So, der Captain ist auch gerade angekommen. Das heißt, das Lager ist einmal voll. Was schon mal ganz gut ist. Trotzdem müssen wir uns an die Kautschukproduktion noch ranmachen. Ich habe wirklich noch gar keine Tortillas, ne? Oh, was ist das denn für eine Route? Nee, Tortillas nicht. Wie heißt denn das andere? Gebackene Bananen. Einmal entladen, bitte. Rote können wir später löschen. Du hast keine Anbindung, das haben wir korrigiert. Okay, das war's sogar schon. Was für ein Opus Magnum! Gut, hier müssen wir jetzt warten, bis die Rohstoffe ankommen. Das wird wieder ein bisschen dauern. Es trägt Ihre Handschrift. Was können wir noch gegen den Kautschuk tun? Eieiei, hier stauen sie sich aber schon ganz schön. Und hier kommt ein Kautschuk an. Sie haben an Einfluss gewonnen. Kautschuk. Mal ein bisschen was abzwacken. Hier kaufe ich nichts ein. Hier möchte ich ungern was abzwacken. Könnten von hier aus nochmal zwei Schiffchen raufsetzen.
die einfach noch mal da ein bisschen was wegziehen. Einfach, damit es ein wenig reibungsloser läuft. Mehr Druck im Kessel. Meine Fresse, ich habe hier echt zu wenig Anlegestellen. Dran anhalten. Ja, aber da merkt er, also langsam bin ich wirklich an der Grenze von dem, was bei mir jetzt möglich ist. Ich habe noch fast jede Insel besiedelt. So schöne Maisplantagen, die habe ich völlig vergessen. Immer noch Stahl. Bringen wir da nochmal zwei mehr drauf. Sorry, ich muss ganz kurz was gucken. Entschuldigung. Alles ist randvoll. Oh, Kabel sind voll. Ihre Einwohner sind unzufrieden. Ja, ja. Die sollen mal nicht heulen, sonst nicht was werden wir uns anziehen. Also, Ventilatoren gehen nach unten, Milch geht auch nach unten. Parfüm ist leider auch. Aber Milch, geht das, warum geht das nach unten? Wir haben doch eigentlich genug gehabt. Das passt doch eigentlich noch ganz gut. So, da können wir noch ein bisschen was rausholen. Din, 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 din. Okay, dir fehlt Kohle. Na gut, ist nicht ganz so wild. So, wir sind bei 6,1 Millionen sogar. Herrlich. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle. Nochmal zwei Schiffe hier rauf. Schiffe baue ich ja gerade wieder, ne? Beziehungsweise forsche, ja, das ist gut. Die müssen wir auch nochmal anstellen. Welche Themengebiete wollen wir uns heute stürzen? Ach. Frachtschiff steht bereit. Wie können wir das denn noch umsetzen? Dass das hier ein bisschen flotter läuft. Ich könnte noch ein wenig Lager wegnehmen. Was für ein Opus Magnum. Leck.
So, nochmal 3 Anlegestellen zusätzlich. Könnte doch vielleicht noch ein bisschen Geschwindigkeit reinbringen. Sitzen. 14.000 wieder, ist doch eine gute Zahl. 20.750. Und bei 21.300 noch was. Bisschen viel Brillen vielleicht. Gut, eine kleine Upgrade-Session noch hier. Auch wenn es nicht viel war, nur so ein bisschen. Kekse sind auch da. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, lass es laufen. Ihr kennt den Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.